Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es wieder um die Darmgesundheit und zwar um die Darmreinigung im Speziellen. Ich werde immer wieder gefragt, Saskia, wie macht man denn eine Darmreinigung? Wie kann man den Darm im Anschluss auch wieder aufbauen, sprich eine Darmsanierung durchführen? Und ich möchte euch gerne in diesem Video auf einen Link verweisen. Und zwar habe ich euch unten in der Infobox mal einen Kurs bzw. eine angeleitete Darmreinigung verlinkt, die ich durchführe in Form von WhatsApp-Gruppen zur Begleitung und natürlich auch mit einem Zoom-Call. Das heißt, man führt diese Darmreinigung selber zu Hause durch. Die dauert 5 Tage, da gibt es dann ein genaues Protokoll, Tag 1 bis Tag 5. Natürlich finden auch Einläufe statt, also es ist wirklich eine intensive Darmreinigungskur. Und dann wird sich dazu in der Gruppe ausgetauscht, beziehungsweise ich bin eure Ansprechpartnerin in dieser Zeit und dann könnt ihr mir auch gerne Fragen stellen, wenn ihr Bedenken habt. Das heißt, ich lasse euch da nicht alleine, ich nehme euch an die Hand. Schaut gerne mal unten in der Beschreibung nach dem Link. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr zahlreich teilnehmen würdet und euch dann auch gegenseitig austauscht und motiviert. Ich glaube, das hilft einem ganz gut dabei, wenn man weiß, okay, man ist jetzt gerade nicht alleine, weil so eine Darmreinigungskur durchzuführen ist jetzt nicht das Schönste, aber umso schöner fühlt es sich danach an, wenn man merkt, Verdauungsbeschwerden werden einfach besser, Blähungen nehmen ab, das Völlegefühl nimmt ab und es gibt ganz, ganz viele zahlreiche weitere Erkrankungen, wo man wirklich auch sagen könnte, okay, das ist auf die Darmgesundheit zurückzuführen oder auf eine gestörte Darmgesundheit zurückzuführen und darüber möchte ich jetzt gerne sprechen. Und zwar ist es tatsächlich so, dass unser Darm ja nicht nur unser Immunsystem beeinflusst, weil 70-80% des Immunsystems im Darm liegen, sondern auch unser mentales Befinden wird durch die Darm-Hirn-Achse beeinflusst, sprich auch Panikattacken, Angststörungen, Depressionen. Ist inzwischen nachgewiesen worden, dass quasi da auch die Darmgesundheit einfach mit reinspielt. Also die mentale Gesundheit spielt eine super große Rolle im Zusammenhang mit dem Darm. Dann natürlich auch die Hautgesundheit, also auch Neurodermitis und Akne sind ein Spiegel des Darms. Man sagt ja immer, der erste Blick ins Gesicht verrät einem, wie die Darmgesundheit oder wie es um die Darmgesundheit steht, wie die Darmflora sozusagen intakt ist oder auch nicht. Wenn man wirklich Akne hat oder unter Hautunreinheiten leidet, dann benötigt der Darm auch unbedingt Hilfe. Das wäre mal das Zweite, die Haut, neben der mentalen Verfassung sozusagen. Dann natürlich Verdauungsbeschwerden aller Art, also Blähbauch, Reizdarm, Verstopfung, Durchfall, das alles deutet auf ein gestörtes Mikrobiom hin und man sollte sich mal echt überlegen, ob man nicht eine Darmreinigung als sinnvoll erachtet. Dann sind auch noch andere Erkrankungen, Störungen, wie beispielsweise auch Migräne. Also Migräne und regelmäßige Kopfschmerzen kann man auch auf den Darm, auf die Darmgesundheit zurückführen. Und natürlich noch diverse andere Erkrankungen, wie beispielsweise Schlafprobleme, regelmäßige Erkrankungen, also wirklich Infektionen, wenn man einfach merkt, man hat ein schwaches Immunsystem, dann ist auch das Mikrobiom wahrscheinlich in Mitleidenschaft gezogen und man sollte da mal genauer hinschauen. Was ich noch dazu sagen möchte, ist, dass ich natürlich keine Verantwortung, keine Haftung übernehmen kann. Also ich habe natürlich Voraussetzungen für diese Darmreinigungskur geschrieben, das findet ihr auch auf der Plattform und wenn ihr quasi euch entschließt, an dieser Darmreinigungskur teilzunehmen, dann gebt ihr natürlich an, dass ihr in einer guten allgemeinen Verfassung seid. Ihr habt keine entzündlichen Darmerkrankungen, die blutig sind zum Beispiel. Also das wäre dann natürlich was, da solltet ihr natürlich unbedingt einen Arzt dann in Anspruch nehmen und euch da erstmal rückversichern sozusagen, bevor ihr irgendwelche Darmreinigungen oder Einläufe oder Ähnliches durchführt. Also das ist wie gesagt auf eigene Verantwortung. Ich würde mich aber natürlich freuen, wenn ihr euch mal informiert. Generell, wer Beschwerden hat, lest über die Darmgesundheit nach. Es gibt schon zig Bücher, es gibt auch wahnsinnig viele Studien über die Darmgesundheit, über das Darmmikrobiom, über die Darmflora, wo man wirklich auch schlau draus wird, wo man Rückschlüsse auf alltägliche Beschwerden ziehen kann. Denn Verdauungsbeschwerden sind, ja, wie gesagt, ganz, ganz alltäglich bei diverse Personen, auch bei mir im Bekannten, Verwandten, Familienkreis, leiden einige darunter oder auch Unverträglichkeiten ist das nächste Thema oder aber auch Allergien sind wirklich auch Teil des Darms, sind auf den Darm zurückzuführen und da kann man ganz, ganz viel machen oder auch bei diversen Antibiotikatherapien, wenn man einfach merkt, okay, die Darmflora ist komplett am Ende, da muss man dann auch unbedingt was machen. Also von bis, informiert euch unbedingt und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann in dem Kurs sehen. Ich wünsche euch alles Liebe und bleibt gesund. Bis zum nächsten Video.